Warnemünde hat nicht nur den breitesten Strand an der Ostsee, 100 Meter. Wir haben den schönsten Strand an der ganzen Ostseeküste, finde ich. Ich komme von Rügen und wir waren jetzt 12 Jahre in Berlin noch. Das war schön und das war auch gut so, das gemacht zu haben. Aber ich musste unbedingt wieder zurück ans Meer. Ich habe die letzten 3 Jahre in Berlin, ich habe nur zu Hause gesessen, habe Shanties gehört und geheult. Es war einfach zu, ja, so eine Sehnsucht, einfach nach genau dem hier. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir halt jetzt sozusagen diesen Lebensstil haben halt. Man braucht nicht viel, also nicht viel Geld, wenn man das hier hat. Halt einfach jeden Morgen an den Strand gehen zu können, jeden Morgen baden gehen zu können, jeden Morgen ein bisschen Yoga am Strand machen können. Totaler Instagram-Lifestyle. Ja. Silvia Jöck hat noch viel Zeit für diesen Lebensstil, obwohl sie viel lieber in ihrem Laden stehen würde. Der liegt in der Achterreg von Warnemünde, der Hinterreihe. Der Parallelstraße zum alten Strom, dort, wo sich die Ausflugsdampfer und Touristen tummeln. Achterreg, die heute Alexandrinenstraße heißt, gilt unter den Warnemündern als die schönere und vor allem ruhigere Flaniermeile. Es ist ihre Straße, die der Warnemünder. Hier hat Silvia Jöck vor gut einem Jahr einen Craft-Bier-Laden eröffnet, mitten im Lockdown. Wir haben ein helles Lager mit 5,1% und zur Freude aller das Pale Ale. Das ist auch so eines der ersten Biere, die ich getrunken habe. Ich habe früher nie Bier getrunken, nur Prosecco und Cava. Und es ist eines der ersten Biere, die ich getrunken hatte, in denen ich doch total begeistert war, wie Bier schmecken kann. So, für mich war Bier immer nur bitter, aber das ist halt ganz mild und hat eine schöne, fruchtige Note. Das Craft Beer ist selbst gebraut. In Warnemünde von Silvias Mann, Henry Guidome. Hallo Silvi, ich bring Bier. Hallihallo. Seit ein paar Wochen haben sie wieder geöffnet. Erstmal nur 3 Tage die Woche, denn bisher ist noch Flaute in der Achterreg. Und es ist schon Anfang Juni. Das ist IPA? Genau, der Großteil ist IPA, okay. Aber ich habe dir auch noch ein helles und ein Brown Ale mitgebracht. Ich schreibe das mal auf, ne? Ja, mach ich gleich fertig. Silvi, ich sortiere hier gleich ein, das Helle ist ja fast leer. Ach, das ist lieb, ja. Also das Schöne an der Straße ist ja erstmal, dass wir, wenn alles normal läuft, hier tatsächlich auch viel Laufkundschaft haben. Also Gäste, die die Warnemünde kennen, die regelmäßig herkommen, die wissen, dass im Sommer da manchmal der Strom da eine Reihe weiter ziemlich voll ist. Und die entscheiden sich dann vom Bahnhof kommend, hier direkt zum Leuchtturm durch die Alexandrinstraße zu gehen. Und unter uns gesagt, mir gefällt auch die Alexandrinstraße absolut. Das ist eine der schönsten oder wenn nicht die schönste Straße in ganz Warnemünde. Die schönste Straße mit den alten Fischerhäusern. Eins davon ist die Alexandrine. Hier wohnt aber kein Fischer mehr und auch kein Warnemünder. Obwohl ihn inzwischen viele dafür halten. Detlef Hammerschmidt ist ein waschechter Ostfriese. Und er vermietet an Feriengäste. Naja, quasi vom Prinzip 10 Monate, ne? 10 Monate mussten wir ja schließen, jetzt mal zusammengerechnet. Und wie gesagt, seit Freitag dürfen wir nur wieder Gäste empfangen, sage ich jetzt mal so. Da muss ich mal gucken, was alles gemacht werden muss. Eine kleine Bestandsaufnahme. Und wir haben natürlich immer zwischendurch die Wohnung sauber gemacht und ja, gelüftet und so weiter und so fort. Und geguckt, was renoviert werden muss. Waren alle nur Kleinigkeiten. Wir haben eigentlich sehr pflegeleichte Gäste. Also insofern war das alles überschaubar von den Möglichkeiten. Ne? So, mal gucken, wie es oben aussieht. Ja, Fernseher. Liste für die Programme, ganz wichtig, dass man da keine Probleme kriegt mit den Sendern. Ich wollte mal hier
durchlüften. Bisher hat sich aber erst eine Urlauberfamilie angekündigt. Ja, also jetzt erwarten wir die am späten Nachmittag. Und ja, viele kommen ja mit dem Zug, dann kommen die relativ pünktlich. Und mit Pkw ist immer schlecht kalkulierbar, ne? Aha, unsere illegalen Besucher sind auch noch da, das ist ja schön. So, wollen wir die Bettwäsche mal und die Betten vorbereiten. Also. 10 Monate lang keine zahlenden Gäste. Da ist Ebbe in der Kasse und der Ostfriese muss das Zimmermädchen geben. Seine Alexandrine war bis zum Lockdown immer ausgebucht. Und jetzt setzt er alles daran, dass das auch wieder so sein wird. Ja, weil es eigentlich noch so ein authentischer Teil ist, Warnemündes. Ja? Also die ganze Alexandrinstraße ja eigentlich ist ja noch ein Zeugnis, uraltes Zeugnis von vor 200 Jahren, sage ich jetzt mal so. Ist ja auch immer schön restauriert worden und auch diese Häuser stehen ja alle unter Denkmalschutz. Und es ist eben hier sehr ruhig auch. Das Einzige, was man hört, ist die Kirchturmglocke und eben die Möwen. Und das schätzen die Gäste eigentlich, ne? Diese Ruhe hier und eben, weil es eben ein authentisches Bild ist. Ne? Und die 300 Tage Einsamkeit im Hinterhaus haben für den mitteilsamen Ostfriesen nun bald ein Ende. Wir haben sehr viele Stammgäste, die man schon seit Jahren kennt. Die waren jetzt nicht da und insofern bringen die natürlich auch Abwechslung, ja, nach Warnemünde, die Gäste. Darüber freut man sich natürlich auch. Ja, die Wintermonate sind ja immer etwas ruhiger und dann, wenn der Trubel wieder losgeht, freut man sich auch dann über die Abwechslung, die man dann mit den vielen Menschen hat, die hier sind. Gleich an den Netze da. Nur ein Stück noch. Fischer Karl-Heinz Ruschau ist Frühaufsteher. Immer schon. Und das auch noch mit seinen 88 Jahren. Mal darüber, Dieter. Zusammen mit seinem Kollegen Dieter Schmidt, der ist immerhin 11 Jahre jünger, holen sie die Netze ein, die sie gestern Abend gestellt haben. Die Fischerei betreibt er nur noch als Hobby. Meist sind es ein paar Flundern, manchmal auch ein Steinbutt. Ja, wir sind zufrieden mit dem Fang. Ist nicht fair, aber zum Mittag lohnt sich das. Und für uns bei, wir kommen noch weg in den Kühlschrank mit dem Fangen. Gegen 8 Uhr sind sie schon wieder zurück. Da ist der alte Strom noch wie leer gefegt. Dann haben wir es auch David hier. Ja. Über den alten Strom geht's zurück Richtung Achterreg. Der alte Strom, das ist die Straße direkt am Wasser. Die erste Reihe. Und Achtern, also dahinter, liegt die Achterreg. Ich wohne in der Alexandrin schon in der Achterreg, als wir hier an Strom. Und hier ist immer Trubel. Und da haben wir unsere Ruhe. Abkürzung durch eine der 5 Querstraßen. Schnell zu seinem Fischerhaus. Gefangen? Ja, wir sind zufrieden. Schon zum Mittag haben wir. Dann geht der Töten los. Dann können wir morgen gleich Fisch essen. Ja. Karl-Heinz Ruschau und seine Frau Erna leben heute in dem Haus seines Großvaters. Auch der war schon Fischer in Warnemünde. Die Fischer haben alle früher hinten auf der Hinterhöfe gewohnt. Oder haben selber schon Häuser gehabt, wenn die Fischer auch nicht so reich waren. Aber Häuser haben sie meist alle gehabt.
Vor 74 Jahren hat er bei seinem Großvater alles über das Fischen gelernt. Ich hab's ja auch ab und zu mal machen müssen, wenn keiner da war. Er hat so groß schon gerückelt hier. Ja, da hatte er den Ofen voll und du musst da in den See. Ja, wart nu, ich sag, ich räucher das, sag ich, fahr mal. Da habe ich sie geräuchert. Das erste, wie er kam, in den Arm kecken. Geguckt, oh, hast du gut gemacht. In der Zeit des Lockdowns haben die beiden das Haus kaum verlassen. War eh keiner draußen zum Klönen. Ein paar Einheimische sind auch noch hier, aber das sind so wenig Einheimische geworden hier. Ja, das Ende hier, das sind noch Pferde. Ja. Warnemünder hier, aber so sind Grund und Ganzen. Sind meist alles Ferienwohnungen. In der Mitte der Achterreg steht wohl eines der ältesten und bekanntesten Häuschen. Das Heimatmuseum von Warnemünde. Christoph Wegener ist hier erst seit wenigen Jahren der Chef. Obwohl er kein eingeborener Warnemünder ist. Aber er kennt sich trotzdem bestens aus mit der Geschichte der Achterreg und der Föhrig. Denn mit diesen beiden Straßen fing alles an in dem alten Fischerdorf. Die vordere Reihe direkt am Strom und eben dann die hintere Reihe hinterm Strom, die Achterreg, also was heutzutage Alexandrinstraße ist. Und das kann man eben hier nochmal wunderbar sehen auf dem Steindruck hier von dem Achilles. Und da sieht man das wirklich, wie ein Haus neben dem anderen aufgereiht ist, sowohl vorne als auch hinten. Und eben nur die Kirche und die Vogtei sind dann eben zwei Bauwerke, die da so ein bisschen den Rahmen sprengen, weil sie halt eine andere Bauart haben und auch in der Dimension dann etwas hervorspringen. Und in dem Labyrinth der Zwischengänge und Höfe, da fand das Leben statt. Die Warnemünder waren natürlich Seefahrer und Fischer und man wollte natürlich so schnell wie möglich an den Strom kommen, also ans Wasser mit seinem Boot, zu seinem Schiff und so weiter und dann eben auch rausfahren, um zum Fischen zu fahren oder eben um mit dem Schiff rauszufahren. Und da war die vordere Reihe natürlich die etwas bessere Reihe, weil von der Achterreg her war es ja schon wieder ein Stückchen Weg weg. Aber schon Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich im Fischerdorf so ziemlich alles. Warnemünde entwickelte sich zum beliebten Seebad. Die Mole wurde zur Flaniermeile. Zahlreiche große Hotels beherbergten nun Hunderte von Badegästen. Man hat ja auch die Häuser, vor allem auch in der Achterreg, dann umgebaut, um eben Badegäste unterzubringen. Auch das Hinterhaus hat man dann, kam die Kuh raus und dann kam der Badegast rein sozusagen. Und das hat man natürlich nach Möglichkeit dann auch weitergeführt. Ja. Nach monatelanger Schließung des Museums nimmt Christoph Wegener endlich wieder Kontakt auf in der Achterreg. Hallo, hallo. Sei gegrüßt. Hey, Christoph, ne? Ich hab noch ein paar Bilder. Deko-Utensilien, genau. Christoph Wegener hat eine Mission. Er will Warnemündes Geschichte unter die Leute bringen. Die alten Fotos sind zu schade, um im Museum zu verstauben. Komm durch hier. Okay, was haben wir denn hier? Wer ist denn das? Wien Herzing. Silvia ist schon längst Fan seiner Idee. Fast schon so etwas wie eine kleine Außenstelle des Museums. Ach, entdecke den Unterschied. Ja. Ja. Ja, super. Wann wurde der gebaut? Der Teapot, das muss 67, 68 gewesen sein. Ja. Ach, da kann ich immer gut sagen, vor 68, nach genau, 68, genau, alles da. Klar. Das kann man den Kunden halt immer ganz gut zeigen. Da kann man sie mal kurz ablenken, wenn sie länger warten müssen, wenn ich... Das ist das Nächste. Manchmal dauert das ein bisschen länger mit dem Abzapfen des Bieres. Und dann kann man immer sagen, oh, dann gucken Sie mal die Bilder an und so. Und das ist super. Ich glaube, das hängen wir gleich neben die Kasse, weil das ist ein schöner Kundenstopper quasi. Da haben wir hier schon einige erste Bilder von Christoph bekommen.
also auch die Alexandrinstraße im besagten Winter, Ende der 70er, und aber auch andere Bilder aus Warnemünde. Die Achterreg, damals die Einkaufsstraße für den täglichen Bedarf. Am alten Strom tummelten sich noch die Fischkutter. Genau hier verkaufte auch Min Herzing, Warnemündes berühmteste Fischfrau. Wir sind hier mit unserem Brauereishop in der Alexandrinstraße in dieser schönen alten Straße. Und wir wollten jetzt halt keinen blinkenden Flagship-Store für Craft Beer herrichten, sondern wir wollten uns so ein bisschen angleichen an die Straße. Und ich weiß, mich interessiert das im Urlaub immer total, wenn man schon so eine schöne Straße hat wie diese hier. Wie sah das früher aus? Weil es hier merkt man ja halt noch, dass das alte Warnemünde, eine der wenigen Orte, finde ich, wo man das alte Warnemünde merkt. Zu dem alten Warnemünde in der Achterreg gehören auch die großen Hotels in der Nähe des Leuchtturms. Groß neben klein. Eines dieser Häuser aus der Gründerzeit ist kein Hotel mehr. Aber hier wohnen natürlich nicht die Nachfahren der Fischer und Lotsen, eher das gut zahlende Publikum mit Hang zum Mondänen. Jutta Hüdlow ist vor ein paar Jahren aus Paris hierher gezogen. Sie ist in Greifswald geboren, mit den Eltern noch vor dem Mauerbau nach Süddeutschland geflüchtet und später nach Frankreich ausgewandert. 45 Jahre hat sie dort gelebt. In Paris eines Tages guckte ich durch Zufall im Internet und habe diese Wohnung hier entdeckt. Und da war ich so begeistert und habe mir gesagt, warum nicht mal ein paar Jahre im Ausland? Und von heute auf morgen, das hat ein, zwei Monate gedauert und dann wurde das umgesetzt. Nicht? Dann habe ich mein Unternehmen verkauft in Frankreich, ich habe mein Haus verkauft, die Kinder sind noch da geblieben und dann habe ich mich in Warnemünde, in dem schönen Warnemünde hier installiert. Ja, genau. Und ich bereue nicht, das ist eine ganz fantastische Wohnung. Aber ihre Freunde blieben in Paris. Hier muss sie endlich neue finden, in ihrer kleinen Straße, der Achterreg. Es ist konzentrierter, es ist kleiner und die Menschen geben mehr Acht. Das ist mehr persönlicher hier, auf jeden Fall. In Frankreich ist es ja so, dass jeder für sich ist, total. Man muss fragen immer, man muss die Leute darauf hinweisen, auffordern und so. Das Gegenteil, was man immer annimmt von den Franzosen eigentlich, so mit Olé und Liberté und so weiter, das ist nicht der Fall. Das heimelige, gemütliche, das schön dekorierte, was man ja sonst nicht überall hat, nicht? Und das ist eben, macht viel den Charme von Warnemünde aus, dass sich jeder Mühe gibt, das rundherum schön zu schmücken. Und es ist liebevoll, es ist liebevoll. In der Querstraße des Kirchenplatzes braut Dr. Henry Guidon sein Warnemünder Bier. Hoppen und Malt, heißt es. Hopfen und Malz. Und mehr braucht so ein Bier auch nicht, sagt er. 240 Liter dunkles Lager setzt er heute an. Angefangen hat das Ganze vor 6 Jahren in seiner Küche in Omas Einbeckkessel. Also gutes Rühren ist ähnlich wie der Spruch, gut gekaut ist halb verdaut. Und je besser wir das machen, desto höher ist nachher der Zuckeranteil in der Würze und desto stärker wird das Bier auch. Obwohl heute wollen wir eigentlich ein relativ normales Bier machen, wenn wir am Ende auf 10,5 oder 11 Grad Plato
Stammwürze kommen, dann ist das auch okay. Da kommt am Ende dann so ein Bier raus, das hat in etwa 4-4,5%. So ein leichtes Sommerbier. Oh. Und wir starten. Bierbrauen. Auf die Idee kam der gelernte Historiker durch seine Doktorarbeit über die Geschichte der Berliner Brauereien. Ich könnte da stundenlang drauf gucken. Ist mal Flüssigkeiten in Bewegung. Vor einem halben Jahr hat er seinen Job als Lektor endgültig an den Nagel gehängt. Jetzt müssen er und seine Frau vom Bierbrauen leben. Craft Beer heißt ja nichts anderes als die Rückbesinnung auf handwerkliche Tätigkeiten. Wir stellen Bier her, wie es schon vor 100 Jahren hergestellt worden ist. Außer, dass wir natürlich moderne Maschinen benutzen, eine ordentliche Systemsteuerung haben, ordentliche Temperatursteuerung und so weiter. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass es so populär geworden ist, weil sich die industriell hergestellten Biere alle irgendwann angeglichen haben und auch, dass die Sortenvielfalt abgenommen hat. Und die Leute, die gern Bier trinken, wissen, dass es nicht nur Pilz, Helles, Weizen und Dunkel gibt, sondern dass es noch um die 190 andere Bierstile gibt. Und die haben alle ihre Eigenschaften. Ne? Also sind mal malzig, mal sind sie hopfig, mal sind sie wirklich tierisch hopfenaromatisch. Ne? Und das ist das, was die kleineren Brauereien dann natürlich brauen und damit dann auch die Nischen besetzen, die die Großen eben aufgegeben haben. Mit raffinierten Aroma-Hopfensorten versucht er als erster Warnemünder Brauer auf dem Biermarkt zu punkten. Nicht so leicht, weil sein Bier muss er doppelt so teuer anbieten. Kleine Mengen, alles Handarbeit und exklusiver Standort. Und dann kam auch noch Corona. Spätestens dann, als die Zahlen wieder anstiegen, als es dann gen Herbst und dann gen Winter ging und der nächste Lockdown dann kam, als uns die Hotels und auch die Gaststätten dann als Kunden weggebrochen sind, da hatten wir schon zu knappern und meine Frau und ich leben aktuell nach wie vor von der Substanz. Ja. Einmal Spitzen schneiden und rasieren. Ja. Normalerweise müsst ihr ja noch mit Schaum das machen. Ne? Womit? Mit Schaum rasieren. Ja, richtig. Wie läuft es bei dir mit deinen Kartoffeln, Georg? Gut. Ja? Ja, am 10. Gedeiht alles, ja? Am 10. Juli fange ich an zu ernten. Ja, siehst du? Und wenn du ganz artig bist, kriegst du zwei Kartoffeln ab. Wieder das alte Sprichwort, bewahrheit sich mal wieder, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, Georg, wa? Die dümmsten. Ja, die dünnsten Bauern. Detlef Hammerschmidt, der Warnemünder Ostfriese, wartet immer noch auf seine Gäste und nutzt die Zeit für einen Plausch. Von Tische zu Tische ist es nur ein kleiner Schritt. Der Zwischengang ist gerade mal breit genug, um eine trächtige Kuh hindurchzubekommen. So sagen es die alten Warnemünder. Früher hatte jeder Fischer eine Kuh und einen kleinen Acker im Hinterhof. Nachbar Georg ist heute fast der Einzige, der noch was erntet hier. Zwischen Ferienwohnungen und Hotels. Ja, ja, ich tausche immer Heringe gegen Kartoffeln hin und wieder mal. Ja, ja. Ich fange frische Heringe. Oder Sprotten. Oder Sprotten, ja, ja, weil die so klein sind. Jetzt nehmen wir mich wieder hoch hier. Natürlich, ich kann mir das nicht aussuchen, was ich da fange. Aber wir tauschen manchmal dann Kartoffeln oder was weiß ich gegen Heringe, ne, zum Beispiel. Ne? Georg? Ja, Georg isst gar nicht so gerne Heringe, aber seine Frau und seine Enkel hauptsächlich. Aber Detlef, du vertauschst nicht, du schenkst. Und die, ja. Ne? Ja, ja, und du schenkst mir die Kartoffeln, genau, im Gegenzug. Dachte mal, aber noch nicht. Da, guck mal, ist das nicht schön? Kann man fast so essen. Also. Ah ja, komm, super, Georg, vielen Dank. Bitte, bitte. Da werde ich mal gleich die Kostprobe nehmen. Ja, danke. Da kannst du dann schön beraten. Ja. Du hast aufgeräumt, ja? Okay. Alles klar, auch ausgewaschen? Leider nein. Okay, gut, dann öffne ich sie jetzt gerade mal nicht. Ich würde gerne zwei neue mitnehmen. Schau mal auf die Tafel, was wir haben. Wir haben da das Pale Ale,
ein Pilz. Ich nehme einmal das. Ein helles Lager. Ja, sehr schön. Als Freundebier. Das probiere ich doch sehr gerne. Und einmal das Pale Ale, bitte. Na klar. Wir kennen das aus unseren Reisen. Wir sind halt viel gereist. Und in den USA ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass man im Supermarkt halt das Local Beer, da gibt es auch viel mehr lokale Brauereien, dass man die tatsächlich im normalen, wie hier im Kaufland oder so, sich das Bier abzapfen kann. Also da ist das ganz normal. Und wir fanden das immer toll und haben gedacht, so okay, und wir mochten diese Flaschen auch gerne. Und dann haben wir gedacht, so okay, das probieren wir jetzt hier halt auch. Oh, schöne Berge. Ja. Richtig schön, wenn wir uns wieder auf die Bank setzen, ne? Genau gegenüber vom Craft-Bier-Laden am Warnemünder Umgangsbrunnen wohnen Karl-Heinz Ruschau und seine Frau. Ach, ist das schön. Das herrliche Wetter heute. Ja. Das müssen wir so ein bisschen wahrnehmen noch. Ja. Früher haben wir hier bei uns auf dem Balkon sitzen. Und seitdem mir eine Frau da nicht mehr gut kommen kann, da ich ein paar Mal operiert worden ist, haben wir uns hier so richtig innerst hier auf dieser Bank hier. Des Fischers Balkon. Was das heißt, wird sich noch zeigen. Wir haben ja auch all, wie der Brunnen hier gebaut worden ist, ne, haben wir alles so spendet. Und das ist für uns richtige, hier erhalten uns so richtig denn. Das Gletscher ist so schön, da kann man bei einschlafen. Und die Vögel, die piepen so. Ja, komm, nächstes noch die ganze Woche ein bisschen schön Wetter, dass wir hier sitzen können, ne? Ja. Auf unserer Lieblingsbank. Auch der Bierbrauer freut sich über den schönen Platz vor seinem Laden. Da können seine Gäste auch draußen sitzen, wie ein kleiner Biergarten. Hey Sivi. Inzwischen haben sie 5 Tage die Woche offen und müssen beide zapfen. So, das Pale Ale und das Pilz sind zusammen 7,80 Euro, bitte. Dankeschön. Die ersten Urlauber kommen und bleiben. Wenn sie draußen vorm Laden sitzen, ist das für Henry und sein Craft Beer die beste Werbung. Ja, seitdem, wenn der Laden aufhängt hier, dann sind das meistens nicht voll hier. Dann sitzen sie hier immer in den Brunnen, haben sie hier aber Bier stehen hier und dann hat ohne ein Achtbetten hier. Aber da müssen wir jetzt mit leben, ne? Das hilft ja nichts. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Teil der Straße sein und nicht irgendwo hier eine Opposition einem aufbauen oder so. Wir haben auf eine der Bänke hier einen Aufkleber geklebt mit der Bitte für Gäste, die jetzt aus unserem Schoppenbier trinken, dass wenn ältere Nachbarn hier auch sitzen möchten, dass sie dann die Bank auch bitte freigeben. Und ich hoffe mal, dass das die meisten Fälle auch klappt. In den Laden hat er den Fischer noch nicht bekommen. Wir sind keine Biertrinker. Ja, das hat ein paar Mal anbaden, aber nee, wir trinken Lebensschluckware. Ich komme ja schon. So, ja. Oh, super. So, die Herren. Ich kann nicht meckern. Das schmeckt gar nicht. Schmeckt sehr frisch. Das ist irgendwie so ein Gewürz. Das ist nur Hopfen. Wir haben noch mal extra ein bisschen Hopfen mit reingenommen. Das ist die Großbrauereien, die nehmen halt Hopfen nur zum Bittern. Und man kann, wenn man später noch mal den Hopfen hinzufügt, das ist ein Aromahopfen, der heißt Citra. Merkt man vielleicht aus dieses leichte Zitrusigere, was man so durch die Nase merkt. Das ist nur Hopfen. Silvia kommt aus der Werbebranche. Werbung in eigener Sache, für sie die leichteste Übung. Ich kann dir nicht sagen, was für ein Gewürz? Zeigbar ist leicht. Das ist Hopfengewürz. Schmeckt süffig. Ja, sehr gut. Hier, da. Ja. Ja. Nee, das ist gut, ja. Ja, dann. Im oberen Teil der Achterreg, da wo die Hotels stehen, und da, wo eine Pariserin seit kurzem wohnt.
Gleich gegenüber eine Veranda, die so typisch ist für die alten Fischerhäuser in der Achterreg. Wo im 19. Jahrhundert die Sommergäste der Fischer saßen, da ist heute eine Galerie untergebracht. Hier soll es morgen endlich wieder eine Ausstellung geben. Die Galeristin Anke Tölle hat einige ihrer Freunde und Nachbarn eingeladen. Feiern wollen sie. Die Straße kennen wir. Ja, ja, genau. Alexandrinstraße? Alexandrinstraße, ja, genau. Genau. Im Winter, ja. Alexandrinstraße und im Sommer ist sie auch. Eingeladen in diesen Künstlerkreis ist, zu ihrer großen Freude, die Pariserin. Hallo! Hallo! Ja, seid gegrüßt! Schön, bei euch zu sein. Wie bei alten Freunden. Ja, wir proben jetzt schon mal, oder wir versuchen zu proben für morgen, für die Eröffnung. Und machen etwas mit Blockflöten. Das ist so die gesamte Familie von Sopran über Alt, Tenor und Bass. Der Großbass ist hinter uns und der Subbass ist hier auch noch mit dazu. Den stellen wir gleich draußen auch noch vor. Wow, was ist das für ein Ding? Ja, genau. Das ist ein Instrument, das ja wirklich ein Volumen hat, eine Höhe. Man fragt sich auch, wie man das spielt. Nicht? Das natürlich, nein, gesehen noch gar nicht. Es könnte sein, dass ich das in Frankreich in der Kirche mal gesehen hatte. Aber vielleicht nicht ganz in der Ausführung. Ein bisschen anders. Wir spielen gleich draußen nochmal ein richtiges Lied, damit man aber einfach nur mal diese ganze Bandbreite hat. Ja. Das ist die tiefste. Es gibt noch eine tiefere Flöte als diese. Da hat mir eine Dozentin zugesagt, wenn da der Ton rauskommt, dann ist das Stück schon vorbei. Das fand ich eine schöne Erklärung. Ja, das ist natürlich was Besonderes. Das kriegen wir hin. Ein kleines Küchentritt. Spiel mal einen Ton. Ich fange mal so. Museumschef Wegner ist aufgeregt wie ein Schuljunge. Der alte Fischer hat ihn nach Hause eingeladen. Hallo. Die Leute haben ihm gesagt, beim Fischer sieht es noch aus wie vor 40 Jahren. Komm rein. Ja. Guck mal, das ist meine Spielecke hier. Das ist aber klein, die Spielecke. Ja. Ich glaube, das ist mein Lüttenbottestadt. Aha. Mit dem fahren Sie dann morgen raus? Ja. Das ist hier, so wie die Flonne in Hemmen in der Boot. Mhm. Wer ist der Kollege? Das mit der Nicke immer vorne durch. Ich muss immer mit zwei Mann vorne. Ne? Ja, ja. Ja. Guck mal, da habe ich noch einen großen Dösch. Ja, wann war das? Da sind Sie ja noch ein bisschen jünger. Oh, das ist in den 80er Jahren, ist das was. Da wäre noch Fisch da. Ja. Christoph Wegner will so viel wie möglich aus erster Hand erfahren von den alten Zeitzeugen. Während des Lockdowns ging das nicht. Bei Fischer Ruschau ist er das erste Mal. Und auch für den Fischer nach langer Zeit endlich wieder Besuch. Ja. Und das ist ja unser Köck hier. Ist mal ein schmaler Hut, aber das genügt für uns bei. Ja, was man braucht, ist da. Ja. Und ist das ursprünglich so wie bei uns, also dass es der Altenteiler ist, den Sie jetzt hier haben? Nee. Oder wie muss man der sich Tuch das vorstellen? Der Tuch hat noch früher Tom Old Strom gehört. Hm? Ach, der Und das ist in den dörtigen Jahren verkauft worden. Und vorsichtig. Aber quasi ist es so wie alle waren in einer Hüse hier. Ja. Ja. Da sind auch Baum, die beleidigten Zimmers hier. Kommen wir hier mal rein hier. Ja. Und wann haben Sie das dann ausgebaut? Auch schon DDR-Tiden. Ja, schon. Ja. Ne? Das wäre hier Schluss hier. Hier ging das Schluss. Ja. Und dann haben wir das nach unten gebucht, damit wir hier Betten herstellen können. Ja. Ausgebaut für die Kinder, später auch vermietet an Feriengäste. Mhm.
Aber das ist schon lange her. Mit Fernseher und allem drum und dran. Und das ist er, auch selbst gebaut. Der Ausstieg zum Balkon. Dann komme ich Ihnen nach. So. Ui, Karamba. So, da bin ich. Na, ich hab's geschafft. Ja. Das ist immer eine feine Aussicht hier. Wenn ich hier so rabe, kriegt das dann alles im Blick hier. Das ist wie auf der Kommandobrücke. Ja, schön, toll. Ja. Muss man öfter herkommen. Ja. Ja, das ist bloß schade, dass die Frau nicht mehr rumkommen wird hier. Und dann sind wir jetzt immer ohne Oberbank da, ne? Ja. Wenn er passend ist. Das ist ja auch ein schöner Platz. Ja. Und weißt du, wo der Baum hier ist? Was ist damit? Der hat mir bei Gabriele 48 Garage stand. Aha. Und der wird in der Gordenstraße. Was? Und da wird so ein Lüttenbaum. Ja. Und den wollen sie wegschmieden. Da sag ich zu ihr, ich glaube, ich nehme ich mit. Und habe den Implant hier. Der Baum hier? Der Baum. Und guck mal, was tot worden ist. Wie lange ist das denn her? Oh, da hat auch schon DDR-Tiden schon. Ja. Sie war ja vorhin bei mir und hat gesagt, seit 79 ist sie in Warnemünde. Ja, dann ist er Anfang der 80er geworden. Ja. Na gut, dann sind es ja auch schon 4 Jahrzehnte. Okay, ja. Ich dachte, der wäre jetzt als sie das Haus verkauft hat in der Gartenstraße. Nein, das wird damals. Im unteren Teil der Achterreg, da wo ein munterer Ostfriese immer noch auf seine Feriengäste wartet. Gestern sollten sie kommen, aber sie kamen nicht. Jetzt wird er langsam nervös. Ja, Leute. Ich brauche noch einen ganz bestimmten. Der ist gut hier. Den nehmen wir. Eine ostfriesische Teezeremonie könnte helfen, das Warten erträglich zu machen. Den vorderen Teil seines Häuschens bewohnt er übrigens selbst. Mit seiner Frau und Tochter. Jeder kriegt einen Keks, oder? Vom alten Fischerkarten ist hier nicht mehr viel zu sehen. Die Balken, das ist die alte Balkenlage, auf der die trägt das Haus ja sozusagen. Ja. Wir haben dann die Zwischenmauern rausgenommen. Ja. Die waren sowieso sanierungsbedürftig, um hier mehr Platz zu schaffen. Ne? Also das war hier die kleine Küche, da war eine Tür. Hier war dann quasi ein kleines Schlafzimmer. Ja. Und hinten die gute Stube, sage ich jetzt mal so, mit dem Kamin, den werden wir nachher mal sehen. Da war auch ein alter Kamin drin ursprünglich mal. Wir haben jetzt einen modernen Kamin dorthin gestellt. Und so haben wir versucht, das so ein bisschen aufzulockern, heller zu machen, größer zu machen, um das so ein bisschen wohnlicher zu gestalten. Ne? Zur Gemütlichkeit dazu gehört das original ostfriesische Teeservice. 3 Löffel für die 3 Teetrinker und 1 Löffel für die vorgewärmte Kanne. Das langgezogene Vorderhaus mündet in die Veranda. Der Lieblingsplatz für Detlef Hammerschmidt und seine Familie. So, meine Lieben, der Tee ist fertig. Super, vielen Dank. Ja, den habe ich noch drauf gewartet, würde ich mal sagen. Ne? Besser später als nie, ne? Genau. Das sehe ich auch so. Aber wir haben ja Zeit. Zum Tee trinken braucht man ja Zeit, ne? Abwarten und Tee trinken heißt es ja im Allgemeinen. Ein Leben auf dem Präsentierteller. Oder auf der Kommandobrücke, die hoffentlich bald anreisenden Urlauber fest im Blick. Es sind ja viele, die hier lang spazieren und gucken. Und wir freuen uns immer, ne? Wenn die Leute auch interessiert sind am Haus. Und die Häuser auch hier, das hat ja einen gewissen Charme hier, die ganze Straße. Ne, wenn ihnen das gefällt. Wir werden ja uns den schönen Blick nicht hier zuhängen. Mhm. Und wir haben die Straße unter Kontrolle. Ne? Ja, wir haben die Straße unter Kontrolle, Seite, genau. Um dich zu werden, ne? Ja, genau. Das ist ja andersrum auch genauso. Ne? Wir haben auch alles im Blick. Mach ich einfach so. Geh dann hier rein. Und dann kommt er zum Einsatz.
der Speziallöffel für das Sahnewölkchen im Ostfriesentee in einer Warnemünder Veranda. Ja, und jetzt können wir den quasi trinken, also ohne umzurühren, würde ich sagen. Wir machen es klassischerweise immer so, ja. Ja. Ja, wir stoßen die an. Endlich hat Madame Hudelot das gefunden, was sie so lange vermisst hat. Die Künstlerfreunde. So wie in Paris. Nur jetzt hier in der Achterreg. Und sie organisieren nicht nur Ausstellungen, jetzt malen sie sogar selbst. Also ein Spezialist für Augen, unsere Anke Tölle. Wegen den Fischen, den wunderbaren Fischen, die sie malt immer. Pass auf, der Mund ist noch nass. Ja. Mhm. Sehr schön. Das ist immer das Schwerste, die Augen, nicht? Also, das ist ja der Ausdruck, das ist die Seele des Körpers, der Person. Jutta Hudelot hat jahrelang Ausstellungen organisiert in Paris. Und dabei ganz vergessen, dass sie selber einmal das Malen gelernt hatte. Dafür musste sie wohl erst in die Achterreg umziehen. Von der Seine an die Warnow. Ich habe mich gefreut, die liebe Anke kennenzulernen. Und dadurch hat sich das so ergeben, dass ich wieder in die Malerei reinkam, nicht? Ja, genau. So. Das ist mit vielen Umwegen eben, weil man was anderes gemacht hatte. Man hatte eine Familie und dadurch konnte man natürlich nicht immer so bereit sein zu malen, so viel Freiheit zu haben, wie man gerne wollte. Ne? So ist das Leben. Die ganzen Künstler in Paris haben ihr immer ein bisschen Angst gemacht, selbst zu malen und an sich zu glauben. Wichtig ist ja, dass er feucht ist, nicht nass. Ja, bei mir gibt es nur feucht oder trocken. Das dazwischen ist schwierig. Oh. Hier im oberen Bereich machen, hier im Schwanz und auch vorne. Aber hier, unter ihren neuen Freundinnen, ist plötzlich alles ganz leicht. So. Und wer weiß, wie mutig sie noch wird. Eine eigene Ausstellung mit Frauenmotiven. Da brauche ich meine Ruhe. Frauen zu malen, warum nicht? Es hatte ich einige Ausstellungen am Grand Palais in Paris. Hatten wir auch Ausstellungen. Ich habe auch mit den Künstlern viel da zusammengearbeitet. Vernissagen organisiert. Und ja, und unter anderem eben eine Ausstellung über die Frau. Ne, Frau und Katzen und Pyramiden. Das war mein Sujet, wie man sagt. Ja, nicht? Ja, genau. Nur auf dem Boot, zu Hause oder auf der Bank, das hat Fischer Ruschau nun lange genug gemacht. Endlich mal wieder Nachbarn besuchen. Im Heimatmuseum war er lange nicht. Hier zeigt Christoph Wegener, wie die alten Warnemünder einmal in ihren Fischerkarten gelebt haben. Wie der Großvater von Fischer Ruschau zum Beispiel. Karl-Heinz Ruschau hat ein Geschenk für den Museumschef dabei. So, hier waren wir dann in der Längs hin. Genau, einmal so die Länge lang. So, dann hängen wir dann hier ab. Ja. Tüdel wieder bei den Anna hier. So, muss ich da freibinden erstmal? Ja. Gut, dann mach ich das mal. Er wusste, genau das fehlte hier noch in der Sammlung. Und hiermit fangen wir an, mit den Enden hier. Mhm. Jetzt stehe ich drauf, jetzt kriegen sie mich nicht mehr weg. Ach so, ich stehe auf dem Netz. So. Jetzt geht's besser. Stramm holen und dann stramm übersetzen. Oh, ist das so. Wie ich in 1947 in der Fischerei angefangen bin, da wurde hauptsächlich bloß die Schleppnetzfischerei betrieben. Und die Schleppnetzfischerei, die geht ja langsam zugrunde hier. Und nun wollen wir dieses kleine bisschen noch erhalten, da die Leute, die später mal hier sind, dass sie jetzt wissen, was hier so los war in der Fischerei. Okay.
Und einmal noch, ja? Ja, in der Mitte nochmal. Fischerei ist, wie ich angefangen bin zu lernen, war eine harte Arbeit. Denn wir hatten damals die schweren Baumwoll- und Sisalnetze. Und wenn die aus dem Wasser rausgezogen mussten, zum Beispiel wenn wir auf Bornholm gefischt haben, aus 100 Meter Wasser alles mit der Hand hochziehen, das ging ganz schön in den Muckis. Ja. Ich hoffe, weil die gar nicht mehr fest waren. Ja. Dann gehe ich mal hoch, dann machen wir noch einen Schlag vor und dann ist das gut. Lass mich mal hoch da. Brauchen wir gar nicht weiter Tüte. Das aber gut festhalten. Auch mit seinen 88 Jahren lässt sich der Fischer das Ruder nicht aus der Hand nehmen. Hier im Innenhof haben wir die gute Gelegenheit, im Prinzip nochmal diesen Hintergrund Warnemünde als altes Fischerdorf dann auch darzustellen. Und da passen natürlich dann Fanggeräte, die Reuse, die hier auch noch ist, das Netz und so ein paar andere Utensilien, die zum Fischen, aber auch zur Seefahrt dann verwendet wurden. Dann, das macht halt auch ein bisschen den Flair aus dann, ne, vom Museum. Hier, da müssen wir aufpassen. So, wo ist er? Muss noch runter. Achso, der hängt hier. So, jetzt ist frei, ne? Die alten Warnemünder Hinterhöfe waren eigentlich nicht so, da, wo, dass dann die Sachen Reihe, Glied an Glied und so weiter standen, sondern die waren durcheinander. Da standen Fischkisten mal hier und dann war dort der Waschtrog, wo man die Wäsche gewaschen hat und so weiter und so fort. Also das ist viel zu ordentlich. Als erster Warnemünder Brauer ist Henry Gidom noch nicht so bekannt. Laufkundschaft alleine reicht nicht. Was er dringend braucht, sind feste Vertragspartner. Am besten in der Nachbarschaft. In der Achterreg hat er heute einen Termin. Ich bin gespannt, welche Biere er dort hat. Und ist vielleicht eins unserer Biere nur als Ergänzung bei Ihnen im Kühlschrank. Das ist vielleicht das, worauf es hinauflaufen wird heute. Gleich nebenan im Café Ringelnatz ist er mit Chef Norbert Ripka verabredet. Oh Mann, was willst du denn hier, sag mal? Mann. Du, willst du mir was mitbringen? Geschenke? Ja, ich freue mich ja, dass ich mal vorbeikomme. Dafür bin ich immer zu haben. Die Geschenke sind immer gut. Du, los, komm, renn hier. Na, der Mann, tau. Nimm Platz. Dankeschön. Was hast du auf dem Herzen? Erzähl mal. Ja, ich habe gehört, dass du vielleicht überlegst, eins unserer Biere mit ins Programm zu nehmen. Und da dachte ich mir, ich bringe mal das, was am besten läuft. Und wir probieren das einfach mal gemeinsam. Vielleicht klappt's ja. Also mein bester Kumpel wärst du heute gewesen, wenn du mit einer Weinverkostung vorbeigeschaut hättest. Mein zweitbester wirst du vielleicht, wenn du jetzt das Bier hier lässt und wir trinken es gemeinsam oder verkosten das mal. Geht also wahrscheinlich auch. Na, dann freue ich mich doch, dein zweitbester Kumpel zu sein. Mein zweitbester. Also ja, ich bin ja im Gegensatz zu dir noch ein waschechter Warnemünder, weißt du? Also das ist der kleine, feine Unterschied. Du kannst das beste Warnemünder Bier haben, aber du musst uns Warnemünder erstmal davon überzeugen, dass es das beste Bier ist. Ich versuche mein Bestes. Ah, na, dann los, nicht lang schnacken, komm in den Nacken jetzt hier. Das ist ein Bier, das gerade bei unseren Kunden in den letzten Monaten sehr gut ankommt. Mhm. Da liegt die Betonung auf dem Malzcharakter des Bieres. Ne? Also da ist kein große Bittere des Hopfens drin. Und da arbeitet man tatsächlich ganz traditionell, auch ohne noch Aroma-Hopfen mit hineinzugeben. Es ist eine ganz, ganz leichte Bittere, die erst nach hinten rauskommt. Aber es kommt sehr gut an. Ja. Ist jetzt noch einen kleinen Ticken zu warm. Ich bin also ich finde, ja, ich wollte dich jetzt nicht kritisieren, aber ich habe es natürlich verstanden. Mhm. Der weite Weg von hier bis hierher ist das Bier natürlich nicht mehr temperiert. Ne? Das merkt man bei der Hitze draußen. Das macht es bemerkbar. Nee, aber sonst ist es recht angenehm. Ja, trotz allem Wetter, ja. Aber erst relativ spät, das merkt man. Ich bin aber auch kein Freund von zu kalten Bieren, weil Biere haben ja Charakter. Also man soll ja den Hopfen schmecken, man soll das Malz schmecken, man soll das Aroma des Hopfens schmecken. Hast du mal noch ein sauberes leeres Glas? Da muss ich hier unseren Bierexperten hier. Ralf, hast natürlich. Du noch? Drei Sekunden. Komm, du musst das Ehl, naja, übertrieben weißt du doch. Das Ehl, komm mal hier an meine grüne Seite hier. Und dann musst du das Bier jetzt mal verkosten hier, was der Henry dir mal einschenkt hier. Und dann musst du mir mal sagen, oder bleib da sitzen, ist egal. Also, wie sieht er aus? Wie ein Kerl, ne? Und der versteht was von Bier, ne? So, Stößchen, ne? Ja, der wohl sein, auf und so. Genau, ne? Auf. Lass dir schmecken. Der zum Wohl, ne? Der zum Wohl.
Also erstmal kritisieren. Ist zu warm, das wissen wir. Ne? So. Das stimmt. Jetzt das zweite. Ziemlich fruchtig, muss ich sagen. Ne? Mhm. So ananasmäßig kommt durch. Oh, er sagt Ananas, okay. Ja. Viele sagen eher so, es sind so Zitrusaromen von Grapefruit. Ich würde sagen Ananas. Also mehr, für mich ist mehr Ananas. Mhm. Mhm. Ist, ja, erfrischend, finde ich's. Außer von der Temperatur nicht ganz, aber sonst... Nee, von der Temperatur nicht, aber so vom, ne, wenn es denn die Körpertemperatur so mal angereicht hat, ist das doch sehr aufbauend. Und auch sehr geschmackvoll. Ja. Könntest du dir vorstellen, das hier mal auszuschenken? Ich meine, wir machen das nicht umsonst. Wir kriegen das dafür. Ja, dann ist gut. Ja, natürlich. Ja, ja, na klar, kann ich mir das denn vorstellen. Ja. Hundertprozentig. Klar. Und der Nachbar muss man handeln, was? Und nicht gleich einfach hier so. Ne? Wir machen das alles heute auf Augenhöhe. Ja. Handschlag und er weiß Bescheid und wir auch. Und dann geht das so. Und genau. So, ne? Du weißt, ist das ist eben so spielt. Vor allem ist es auch schön, wenn es dann alle ist, dann ist er nicht weit weg. Ne? Kann man ja nachholen. Ne? Sie sind endlich da. Und nun alle auf einmal. Die Thüringer und die Sachsen. Und der Ostfriese Detlef Hammerschmidt hat gleich sein altes Holzboot klargemacht für eine erste Ausfahrt mit seinen Gästen auf dem alten Strom, inklusive Angeltour. Endlich wieder volle Hütte und dankbare Zuhörer. So, da habe ich die Exemplare mal mitgebracht. Moin Georg, grüß dich. Hallo. Und ich lasse die über Nacht immer einmal liegen. Damit ich das alles ein bisschen beruhigen kann und die Eiweiße sich besser bilden. Und dann werden die am nächsten Tag gegessen. Ne? Ich habe die offen ausgenommen. So. Ja. Das sind schöne Exemplare, ne? Genau. Haben grüne Geräten, haben die. Ist nicht jedermanns Sache, aber schmeckt köstlich. Ähnlich wie Hering, sage ich jetzt mal. Ne? Schmeckt der. So ein Hornfisch, ne? Ja, der ist in der Regel von Mai bis Juni ist der hier. Ja. Wenn der Raps blüht, dann sind die Hornfische hier. Mhm. Ja? Ja, und das sind die Jäger sind das. Und die fängt man in der Regel dann mit dem Pilker. Ja? Und das sind ziemlich schnelle Fische und ziemlich agile Fische. Bringt Spaß, die zu angeln. Abgesehen davon, dass sie gut schmecken. Also ich angle ja auch nur, um zu essen und nicht des Angelns willen. Sondern auch wirklich nie, um die zu essen. Aber es bringt schon Spaß, diese Fische zu fangen. Ne? Weil die natürlich lebhafter sind an der Angel. Ne? Da muss man schon ein bisschen was tun. Ne? Hab auch gestern Bitte? Ist Arbeit. Ja, ja. Ich habe auch gestern zwei Blinker verloren. Oh. Also... Wer kocht denn dann zu Hause? Ja, das mache ich eigentlich immer. Seit ich ja jetzt, ich sag mal, nicht mehr arbeitsmäßig so eingespannt bin, mache ich das immer. Koche ich eigentlich immer. Ne? Meine Frau hat ja jahrelang gekocht, also von daher habe ich das immer übernommen. Dann weiß ich auch, was ich kriege. Obwohl meine Frau auch gut kocht, das muss ich mal an der Stelle sagen. Ja? Das will ich jetzt nicht. Das darf ich nicht hören. Nein, nein, meine Frau kocht sehr gut, aber die freut sich auch, wenn ich für sie koche. Also von daher, ja. Und der Vorteil ist, dann kann ich ein Glas Wein dabei trinken. Da habe ich immer ein Argument, ein Glas Wein zu trinken. Gut, okay. Bis nachher mal, ne? Ja, ja? Ja, ciao. 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 So, auf zum Strand. Die Urlauber gehen wieder zum Strand. Hotels, Gaststätten, Cafés, alle dürfen wieder öffnen. Auch in der Achterreg treffen sich die Leute wieder. Heute Abend will die Band Warnemünder Jungs endlich mal wieder ein Konzert geben. Im Café Ringelnatz. Das wollen sich auch Fischer Ruschau und seine Frau nicht entgehen lassen. Schmuck auf! Alter, du hast mal, du! Los, komm! Ja, dann komm. Kaffeechef Norbert Ripka hat auch den Hut auf bei den Warnemünder Jungs. Karl-Heinz, als wir uns das letzte Mal was zu trinken haben eingießen lassen, haben wir Glühwein getrunken, weißt du das noch? Ja, da hatten wir aber einen schönen, starken Glühwein. Gezählt, ja. Und dann bin ich nach Hause und habe meine Gans operiert und dann habe ich mir ganz doll im Finger geschnitten. Ne? Und schuld war dein Glühwein. Ne? Ja, aber das ist schon lange her. Ne? Dann wird ein schöner Rum wieder. Ja, 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 ja. Aber
Die Zeit vergeht, ne? Die Zeit läuft. Wir kennen uns halt jahrelang und wir haben schon dreimal hier gefeiert, wir hier. Wir haben unsere Goldene Hochzeit, 80-jährigen Geburtstag und noch einmal haben wir gefeiert. Die Warnemünder Jungs spielen Shanties und motzen alte Hits mit maritimen Texten auf. Ja, das ist Herbert, die Teufelsgeige. Vor 50 Jahren zusammengebastelt. In Warnemünde sind sie Kult. Vor die Tür. Ja, lass uns mal vor die Tür gehen. Ja, genau. Lass uns mal vor die Tür gehen. Und so kehrt das Leben wieder zurück in die Achterreg. Die Straße der Warnemünde. Ihre schönste, die sie gerne auch teilen. Weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, hier gern einmal wieder sehen. Und ein kleines Mal, das wünscht er sich, das zu Hause heißt. Er geht auf den Mund und dann schaut er hin.